Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Doch ey Leute, du brauchst gleich den Kopf schütteln. Ja doch, was schüttelt sie denn den Kopf? Ich glaube, die ist leicht... Nee, das ist normal. Wenn man mit 2 Minuten rumsteht, fängt schon wieder an irgendwas herumzufuchteln. Ich habe echt keine Ahnung. Leute, ich wollte ja ganz hoch bis zur Quest laufen. Nee, ich bin noch ein paar hundert Meter davor. 250 geschätzt. Ich wollte euch einfach mal die Anlage hier zeigen. Ich bin hier durchgerannt und so. Ihr könnt hier oben auf die Karte gucken. Das ist der Vorgarten hier unten, den ich mega nice fand letztens, als wir runtergeguckt haben von der Klippe. Das sieht einfach geil aus hier. Das ist so mega kultiviert. Also das sieht wirklich so aus wie in Ägypten. Die Gärten am Nil und so weiter. Die ja wirklich so aussehen. Das ist einfach schön. Ich finde das wirklich schön mit den ganzen Wasserläufen hier zwischendurch. So machen das wirklich die Ägypter auch, oder... Wie nennt man die ägyptischen Ureinwohner? Ägypter? Ich glaube schon. Die haben sogar Schweine hier im Stall. Wie geil. So viel Liebe zum Detail. Kann ich... Aus Interesse. Schade. Okay. Alles klar. Gilt das hier als Versteck? Nein. Dieser Busch gilt nicht als Versteck. Alles klar. Ah, wie schön das hier einfach ist. Ossaran wollte unseren Sonnenkönig töten. Aber die Maschinenreiterin hat ihn erledigt. Maschine? Ach so, ja, das war ich. Ich dachte mir schon, was ich laufe falsch, ne? Ja, ich laufe falsch. Der Wal sollte für seine Verbrechen sterben. Ja, der hockt ja immer noch im Verlies. Eigentlich wollten sie den schon längst an die Außerraum überstellen, aber nein. Der hockt immer noch im Verlies. Ich werde mal mit dem kompletten Spiel durch sein. Wenn wir alles gemacht haben, kommen wir hier nochmal zurück. Da erinnert mich bitte dran. Und ich wette mit euch... Egal was ihr wollt, er hockt dann immer noch in seinem Verlies. Es sei denn, es gibt eine Questreihe, wo es mit ihm weitergeht, was ich nicht glaube. Oder war doch, ich weiß es nicht. Der Ossaran, der unseren Sonnenkönig töten wollte, Verräter, der ganze Stamm, alle. Loot? Ah, siehst du mal. Nur Metallschirm, eine Lohe. Sehr schön. Aufzug! Wie geil! Nice! Es gibt einen Aufzug! Wie geil! Königliche Maislandes, Siedlung verlassen. Ah, so hieß das da unten also. Sehr schön. Alter, wie hoch geht der Aufzug? Alter, was war da gerade für ein Ladescreen? Ich dachte, das Spiel geht ohne Ladescreens aus. Was ist denn los? Ziel betreten, Meridian. Wir sind eigentlich schon hoch genug, oder? Hallo? Alter! Wie hoch? Nice, sehr schön. Und darüber müssen wir, ne? Wo sind wir genau? Wir sind hier, okay. Darüber ist richtig, ne? Ja, sehr schön. Hallo! Stampfen wir ja gar nicht mehr mit ihren Stäben. Komisch. Mal gucken, ob wir diesmal wieder in die Mitte finden. Im Moment kennen wir ja schon den Weg. Ob wir es hinkriegen, ich denke mal schon. Was ist hier für eine Volksversammlung? Ja, ich bin da. Stampfen wir ordentlich mit euren Stäben. Sperren oder wie ihr es auch immer nennen wollt. Er muss dafür bezahlen. Ich hab schon wieder falsch. Wir laufen einfach mal außen rum. Ja, hi. Machen die das bei jedem Einwohner oder machen die das nur bei mir so als... Tributzoll. Bringt das was, wenn ich da hochlaufe? Nein. Hätten wir wirklich die Laterne davon ab, hier hochzulaufen? Ja, danke auch. Aua. Tat weh. Da geht's hoch. Easy. Siehst du, ich kenn mich auch in der Stadt. Ich hab doch den Durchblick. Ich hab zu den ersten 20 Folgen nicht gecheckt, wie ich da irgendwie in die Mitte komme von dem ganzen... von der ganzen Stadt hier, aber... Nee, ich krieg's doch hin im Ende. Darüber, okay. Tatkräftige Abenteurer, vorzugsweise ohne Freunde und Familie, keine Bedingung. Ach komm, sei still. Hi. Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden, es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern.
Rot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe, kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. Das mag richtig sein. Nee, ich will die Ausgangsstätte nicht betreten. Wir haben nämlich noch ein paar Nebenquests offen, die werden wir auf jeden Fall noch abklappern. Blut auf Stein. Nee, die Reichen berauben. Das ist ja eh hier in der Stadt, oder? Ein dreister Diebstahl am helllichten Tag hat einen Adligen um ein wertvolles Erbstück gebracht. Wie wurde er zum Opfer und warum? Bemerkenswerte Belohnungskiste und 3000 EP machen wir gerne. Achso, markieren sollte man es auch, ne? Ray und du bist schon Shinny. Ach, jetzt haben wir schon eine Belohnungskiste. Ach, das machen wir später alles auf. Der Sonnenkönig ist zu reich geworden. Joseph. Wo müssen wir denn hin? Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit interessieren? Nein, kannst du nicht. Dankeschön. Wo müssen wir denn hin? Ich schätze mal, wir müssen nicht nach oben. Aloy? Du musst da nicht drüber, ernsthaft? Hier kommst du drüber. Hier ist eine Stiege hoch, da kommst du drüber. Aloy! Das hatte ich schon oft in der Stadt, dass die Treppen für nichts sind. Wir brauchen einen Heiltrank. Immer konzentriert, immer wachsam. Ich hab Verderbnisschutz oben links. Ah, ich hab Verderbnisschutz geschnüffelt? Hab ich nicht mitbekommen. Ist wohl ausgerutscht. Händler. Das ist, glaube ich, ein Spezialhändler, oder? Oder? Nee, das ist ein komplett Händler. Sehr schön. Ich sollte echt aufhören, Getränke zu kaufen und selber welche brauen. Wir könnten noch mehr haben. Ach, sein Inventar ist voll, finde ich gut. So. Rede mit dem Diener. Optional. Bist du Diener? Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Das sind ja sehr viele Anzeichen, die uns jetzt wirklich... Jo. Bringt das nicht wirklich weiter, ne? Ja. Gibt es was Neues über das Schwert? Noch nicht. Das Schwert? Nee. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Oh ja, können wir da rein? Hallo? Ich suche den Tatort. Wo ist denn der Tatort genau? Also wir sind hier richtig. Blutstropfen, die von hier wegführen. Alles klar. Okay. Kriegen wir hin, Aloy? Ich halte mich nochmal schnell vor. Blut. Ich bin noch auf der richtigen Spur. Wechsel mal auf die Steinchen, damit ich nicht wieder aus Versehen was trinke. Dann die Heiltränke sind doch noch teuer. Mehr Blut. Der Dieb hat sich schlimm Die Spur endet hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Rede mit den Zeugen. Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich habe also einen Dieb Verbandszeug bezahlt. Alles klar, okay. Geh zum Fuß der Treppe. Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Ja, eigentlich, ja. Er kann hier nicht runter, links und rechts nicht. Keine Spur von dem Dieb. Aber ist Loot. Jemand muss ihn gesehen haben, als er hier langgerannt ist. Du vielleicht? Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand? Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand?
Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Weißt du, was auch geölt aussieht? Du! Was hast du da für eine Schminke? Das ist voll übertrieben, Mädel. Ein bisschen Natürlichkeit hier. Wenn wir den Kaja nichts beibringen können, wir werden ihn. Sieh mal einer an. Kaja. Ich kehre zur Händlerin zurück, alles klar. Hi. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Ja, doch. Doch, doch. Das stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay. Ein Hinterhalt oder können wir ihr vertrauen? Gehen und herausfinden, was hier läuft. Ja, das wird wahrscheinlich der beste und vor allem auch gedanklich gestützteste Weg sein. Einfach runterspringen, rein theoretisch, dann ist Wasser. Ich muss da wirklich ganz runter, ne? Hier ist auch der coole Lift, oder? War hier nicht der coole Lift? Aufzug benutzen. Siehst du mal. Easy. Darf ich den Aufzug... Achso, wir rufen ihn zuerst hoch, ne? Macht ja Sinn. Kann ich hier rein theoretisch runterspringen? Also nur rein aus Interesse. Ist da unten Wasser? Nee, da unten ist kein Wasser. Bleib in der Lift. Finde ich auch schön, dass wirklich der ganze Seilzug animiert ist. Also das wirklich... Das könnte wirklich funktionieren in Wirklichkeit. Finde ich schön. Wurde gut gemacht. Also da Lob an die Entwickler. So. Aufzug benutzen. Runter bitte. Einmal Erdgeschoss bitte. Erdgeschoss Meridian. Können wir hier drin ganz normal Pfeile und so weiter verwenden? Mal testen. Können wir. Wie bewegen sich denn ihre Haare in dem Menü? Weil wir in die Zeitlupe reingehen wahrscheinlich. Wie geil, wenn man in die Zeitlupe reingeht, egal wie, mit welchem Modi, aber da bewegen sich ihre Haare so geil, guck mal. Nee, da nicht. Hier. Als wäre es unter Wasser oder so, aber egal, lass mal doch mal. Das brauchen wir ja ewig bis hier runter. So. Bin da. Da ist ein Lagerfeuer, was wir noch nicht hatten. Die heiße Mittagssonne wird keinen. Natürlich, wie immer im Karcher-Stil. Erhoben. Da ist eine Nebenquest. Ja, geil. Wir werden nicht fertig mit, glaube ich, so das Gefühl. So, wo ist denn die Wassermühle? Metallankauf. Gute Preise. Ich komme da nachher zurück. Keine Sorge. Okay. Loot. Metallschirm. Nice. Hui. Kann ich nicht auch einen Körper machen irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Meridian Dorf. Verlassen. Alles klar. Da ist Reinholz. Das kann ich nicht mehr gebrauchen. Ne? Tut mir leid. Verdammt. In meinen Stiefeln steht das Wasser. Das hat sie doch noch nie von irgendwas abgehalten, oder? Ah, da hätte ich mir schon denken können, dass das nicht funktioniert. Da machst du einen Körper rein. Vorher habe ich dir so eine schöne Vorlage gegeben und hier machst du einen Körper rein. Danke, Adi auch. Ja, danke dir. Hey, Leute. So. Hi. Ich gehe mit Freunden etwas trinken und sehe dann, was passiert. Hallo. Du bist eine Banuk. Sehe ich das richtig? Ich habe dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert.
Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen, verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Du meinst, ihr stehlt? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Das mag ja stimmen, aber wird das jetzt eine Robin Hood-Story oder wie ist das jetzt genau? Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Nicht die Bastarde in der Festung. Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung und Verbandszeug. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es. Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten in ihren Ketten. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Okay, was ist jetzt die Verhandlungsbasis? Wir haben ja trotzdem einen Auftrag, auch wenn das alles eine gute Sache ist, wie das jetzt so klingt. Wenn er uns jetzt hier nicht gerade dreist ins Gesicht lügt. Aber ich glaub's eigentlich nicht, dass er uns anlügt. Also was schlägst du vor? Was ist jetzt deine Devise? Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Es heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nassan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schattenkarja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Ich musste heute die Schicht meines Bruders übernehmen. Der macht sich. Alles klar, das ist ein welchen Deal. Hof, so sicher wie die Sonne auf. 1500, boah, was? Okay. Alles klar. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit in der Folge, das sollten wir hinkriegen. Pony! Gibt Arbeit für uns! Die sich einfach nicht wundern, dass sie einfach nur Stürmer herumrennen. Du kannst doch bestimmt schwimmen, oder? Natürlich. Was? Ach, jetzt muss ich ja hier rein. Ach, scheiße. Wo muss ich eigentlich im Endeffekt hin? Hier hoch. Alles klar. Ach komm, wir haben noch ein Paket. Ich will nicht außen rumreiten um die Stadt, das ist ein viel zu großer Umweg. Wir wollen die Story ja vorantreiben und so weiter. Und das Gebiet haben wir ja schon entdeckt. Sollten wir ein neues Gebiet finden oder ein Gebiet, das wirklich schön ist, wie der Dschungel unten. Oh, ich hoffe immer noch, dass es ein Dschungel ist, aber es sieht in anderen Aufnahmen und den Screenshots aus wie ein Dschungel. Also hoffe ich da wirklich mal, dass es ein Dschungel ist. Ja. Und das öde Kaja-Gebiet da hinten mit der Wüste und so weiter, das ist auch nicht ganz so mein Fall. Da müssen wir nicht unbedingt jedes Mal durchrennen. Da können wir auch schnell mal die Schnellreise aktivieren. Gegner mit einem Timer rund um ihr Aufmerksamkeitssymbol suchen aktiv nach dir. Okay. Wusste ich. Nicht. Ja. Wegfindungsmarkierungen können deaktiviert werden unter Einstellungen Brotkrümmelnavigation und Wegpunkt Brotkrümmelnavigation. Alter! Was ist das denn? Zungenbrecher des Todes. Feuer wird durch dieses Symbol dargestellt. Eine Flamme, ja. Macht Sinn. Ach, wir reiten natürlich weiter. Lass doch mal stehen hier. Ich sehe viel verdorbenes Zeug. Ich sehe eine verdorbene Zone. Hier ist keine verdorbene Zone. Aber warum sind die verdorbene Maschinen? Ich habe was gehört. Hast du nicht. Wieso sind hier verdorbene Maschinen? Geh weg! Okay, er sieht uns. Ich hab was gesehen! Nee, hast du nicht. Oh shit. Er hat was gesehen. Versuch's doch. Habt ihr die Maske gesehen? Ich geh gleich näher drauf ein.
Komm her, die Wichser machen so weg. Liegt da auch noch falsch rum. Habt ihr die Maske von dem Typen gesehen? Ich hoffe, der liegt richtig rum. Kannst du mich mal mit deinem Schatten? Diese Masken. Das sind die Typen. Das sind die Leute. Das sind die Leute von damals. Die Rost auf dem Gewissen haben. Kultisten also. Ich glaube, die hießen damals auf dem Berg auch schon Kultisten, aber... Jetzt wissen wir, dass das wirklich keine Schattenkarscher, keine Osaram, keine Banuk und keine Karscher und auch auf jeden Fall keine Nora sind. Das ist ein komplett eigenständiger Stamm. Und ich kann ihn nur mit Hass begegnen. Ja, es geht nicht anders. Das ist immer noch die Questline, die mich wirklich am meisten interessiert von der ganzen Geschichte hier. Die Geschichte mit Ross und das ganze andere Zeugs. Und ich glaube, es wird auch mit der Hauptquest im Ende zusammenhängen. Ja, ich glaube das wirklich. Was bist du eigentlich? Ein Verwüster. Das Verwüste mal bitte woanders, danke. Jetzt sind wir wieder hier in diesem Canyon-Gebiet. Oh, sieht schon ganz geil aus. Obwohl, ich bin nicht so der Freund von diesem trostlosen Zeug hier. Lagerfeuer entdeckt. Ach komm, lassen wir das mal schon stehen. Wir müssen auch nicht jedes Lagerfeuer aktivieren. Ich hab Schiss, hier gleich auf dem Donnerkäfer zu treffen, habe ich wirklich. Kommen wir da denn rüber? Da runter kommen wir bestimmt, aber hoch wahrscheinlich danach ja nicht, ne? Da drüben kommen wir doch niemals hoch, oder? Oder kommen wir da drüben hoch? Mal testen. Wollte doch, da sollten wir hochkommen, oder? Ja. Easy! Ein Steinbock halt. Nice. Hier sind wir schon. Hier sollte sich Nasan einfinden. Nasan? Wo ist denn der Dulli? Und wo ist Nasan? Loot? Kaninchen, Fuchse, wie auch die gleichen Tiere in jeder Vegetationszone leben. Da. Ihr habt nichts zu tun mit der Quest, ne? Okay. Blümchen. Gönnen wir uns gleich mal. Da ist noch ein Blümchen, sehe ich gerade. Wie es mich anlacht. Und da drüben auch. Wieso sind hier so viele Blümchen? Das ist eigentlich nie gut, wenn man irgendwo ziemlich viel Heilzeug kriegt. Was ist das da drüben? Panzerwanderer. Die Panzerwanderer können wir mal. Aber wo ist dieser Tupi? Untersuche das Lager. Ne, ich wollte nicht. Ich wollte nicht schnell speichern. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Keine Leiche. Versuche die Stofffetzen. Wenn jemand Nasan weggeschleift hat, gibt es Spuren. Ja, sollte es sein, theoretisch. Na also, mal sehen, wo sie hinführen. Easy, kriegen wir hin. Was hast du oben eigentlich für eine Festung? Ist das nicht die Festung der Schattenkarcher oder irre ich mich da? Nee, ich glaube, das ist die Festung, wo wir letztens mit Rost waren. Ah, nicht mit Rost. Alter, entehre mich bitte. Diesen heiligen Namen. Okay, lassen wir's. Das ist doch die Festung, wo wir mit Erin waren, oder? Oder irre ich mich? Läufer, die kennen wir doch schon. Lass mich in Ruhe mit Läufern. Kennen wir doch schon ewig. Ich höre was.
Ein Außenposten der Schattenkaja. Hoffentlich ist Nassan da drin. Wie dumm bin ich? Alter, habe ich den Hattie gerade wirklich versemmelt? Das Geile ist, dass die uns nicht sehen. Alter! Du siehst uns doch nicht mal wirklich! Der ganze Stützpunkt uns gerade anguckt. Aber sie uns nicht wirklich sehen. Ernsthaft? Okay, das war der Hattie. Alter, versucht doch nur ein Hattie zu machen. Alter, Alter, die machen fucking Schaden. Alter, die kämpfen, glaube ich, mit Schattenwaffen. Alter, ich treffe gar nichts heute. Ernsthaft? Davon werde ich mich nicht erholen. Ich muss in Nahkampf gehen. Lass mich nicht sterben. Reit hier. Kannst du mir wieder helfen? Oh. Ein, zwei Heiltränke reingezimmert. Alter! Ich mach mir den Schattenwaffen viel zu viel Schaden! War's das jetzt? Das war's jetzt! Das reicht. Alter! Kannst du mir bitte helfen, Treus Ross? Das war ein Hattie, sehr schön. Hallo, du kannst mir helfen! Alter, was? Alter, was greifst du mich an? Hallo, ich hab dich als Reittier gerufen! Greift er mich gerade an? Alter, nee, das geht so nicht. Greif den mal bitte an. Jetzt habe ich keine Munition mehr, ist das dein Ernst? So, ciao. Hier sind zu viele. Ich sollte nicht so offen kämpfen. Alter. Ich verschwende ihr Heiltränke auf Doom. Ich bin erledigt. Hattie! Alter, ich kämpfe hier viel zu offensiv. Bei den normalen Nora-Banditen, da war das noch easy, da einfach reinzulaufen. Aber die hier sind... Die haben schon zu heftige Waffen. Die haben einfach schon zu heftige Waffen. Wir müssen beim nächsten Banditenlager hier in diesen Gebieten echt auf Deckung achten. Weil die machen einfach fucking viel Schaden. Alter! Ich Heiltränke verschwende, aber ich kann mich nicht wieder verstecken, das wäre feige. Bist jetzt feindlich? Warum bist du mir so vorher nachgerannt und hast mich umgerannt fast? Nee. Will dich nicht. Alter. Okay. Notiz an mich selbst. Ich hätte einen Leute, die Schattenwaffen dabei haben, sollte man nicht im Nahkampf bekämpfen und auch nicht im Berserker-Modus. Auch wenn es unser Berserker-Modus ist. Und das Wüstenglas habe ich ehrlich gesagt. Nee, brauchen wir nicht. Aber die Scherben nehme ich gerne mit. Alter, wir sind eigentlich eine One-Man-Machine. Was haben wir denn hier für eine Gruppe ausgeschaltet? Warum kann ich das nicht mitnehmen? Mann, ich habe schon 20 Stück davon dabei. Alles klar. Wir sind echt verletzt. Ich will diesen Heiltrank nicht verwenden. Ich habe nur 3 OP-Tränke. Na komm, scheiß drauf. Ich hätte noch einen normalen, okay. Guck gerade auf die Aufnahme. Leute, die heutige Folge hat Überlänge. Wir sind bei 29 Minuten. Mit Abmoderation werden es wahrscheinlich 30. Leute, manche von euch wird es wahrscheinlich freuen, dass wir jetzt eine längere Folge haben. 10 Minuten länger wie sonst eigentlich. Normal würde ich es bei 20 Minuten belassen, aber jetzt sind wir bei 30. Egal, Leute. Gebt eine Bewertung in die Kommis ab. Lasst eine Bewertung da. Na schön. Beide Füße fest am Boden und dagegen halten. Ja, Aloy, ich weiß nicht, was du genau damit meinst, aber ja, okay. Ich gebe dir einfach mal recht. Rayan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.